Moin Moin Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind in SnowRunner. Ja, mittlerweile Folge 79. Hoho. Aber es macht immer noch Bock und Laune. Und das ist die Hauptsache. Wir sind auf Pedro Bay, das heißt die vierte Karte von Alaska. Ich habe ein paar LKWs hier schon drüben. Aber es ist noch nicht alles. Wir müssen jetzt einen Strommasten bergen, der umgefallen ist. Also wir müssen da ein bisschen was besorgen, um den wieder zu reparieren. Aber ich habe auf der Map nicht so viel Sprit. Darum habe ich mir jetzt hier beim Shop den Spritanhänger besorgt. Und den bringen wir mal easy peasy an eine zentrale Stelle. Das machen wir jetzt hier mit dem Pacer, mit dem Offroader. Weil den nutzen wir gleich im Anschluss, um einen Auftrag noch zu erledigen. Und dazu müssen wir ein bisschen durch die Gegend gurken. Wir werden einmal jetzt hier rumfahren und dann hier unten über die Brücke. Und da, wo der Scout steht, da werden wir den abstellen. Also, das erst einmal die erste Aufgabe. Das ist so ein bisschen Logistik, so ein bisschen Disposition. Ja, wir werden Allrad reinhauen müssen. Mit dem schweren Tankanhänger werde ich hier nicht durch den hohen Schnee kommen. Ohne, dass ich Allrad drin habe. Dafür nehmen wir halt eben den Offroader. Ihr seht, der wühlt sich jetzt schon durch. Die Vorderachse dreht durch. Jetzt die Hinterachsen. Ohne Allrad wäre ich jetzt nicht durchgekommen. So, wir lassen Allrad drinne. Ich weiß, der trinkt dann ein bisschen mehr, aber da müssen wir jetzt durch. Ich will noch mal auf die Map gucken, bevor ich die... Ja, ich kenne die Map jetzt hier noch nicht so richtig. Aber bevor ich jetzt hier den Weg verpasse, weiß auch gar nicht, ob das so geschickt ist, jetzt links den Weg zu nehmen, den ich mir eigentlich... Na doch, es geht ja gar nicht anders. Ist ja schon der Hauptweg. So, hier ist nochmal eine große Schneewehe. Die müssen wir uns ein bisschen durchquälen. Ah, das bringt gar nichts da. So, wir ziehen uns noch mal ein bisschen raus. Und dann fahren wir hier jetzt links den Weg. Hier mit Schwung irgendwie rein. Jo. Kriegen wir auch ohne Salve nähen. So, dann hier lang. Ich glaube, wir müssen geradeaus. Ja, rechts ist dieser kleine Weg, genau. Wieder eine Schneewehe. Nehmen die Winde einfach zur Unterstützung. Macht es ein bisschen einfacher. So. Dann fahren wir jetzt gleich über die Brücke, die ich repariert habe. Genau, da haben wir hier Holzplanken für herliefern müssen. Vier Stück. Die haben wir ja hier abgegeben.
hier rechts ist auch so ein Weg. Ah ja, okay. Hier rechts den Weg, den werden wir gleich fahren. Aber erstmal stellen wir den Tankanhänger ab. Dazu müssen wir leider hier durch diesen Modder. Ich werde die Winde noch mal wieder zum Einsatz bringen. Ich denke, sonst werden wir hier nämlich gar nicht durchkommen. Nee, da können wir nicht. Weiß ich gar nicht, warum er das schon zu weit weg. Da. Genau, da wollte ich ran. Oh, ein bisschen Gas hier. Zack. Ja, nun komm schon. Jawohl. So, dann sind wir jetzt auf dieser Straße hier. Da ist noch ein Auftrag, den wir noch erledigen müssen. Aber dazu müssen wir die Map noch ein bisschen mehr freischalten. Genau, und dann würde ich doch vorschlagen, den Tankauflieger stellen wir mal genau, den stellen wir hier mal ab. So. Zack. Wie viel haben wir noch sprittechnisch? 160 Liter. Ich würde sagen, wir tanken mal auf. Einfach nur der Form halber. Damit wir nicht irgendwo hängen bleiben. So, ich zeige euch mal eben den Auftrag. Mast umgefallen. Lieferung Strom oder Lieferung von 2 Holzplanken zum Strommasten. Der Strommast ist in die Richtung. Und wir holen uns jetzt erstmal die Holzplanken. Die holen wir uns hier oben. Hier. Eine sogenannten Standardbeladung. Das ist scheinbar so ein Allround Gebäude, wo wir was wegholen können. Und dann fahren wir hier über den Fluss rüber. Warum einfach, wenn es auch anders geht, hä? Ja, ich könnte auch einmal ringsrum fahren, aber hey, wir sind hier ein Snowrunner, wir wollen Offroad fahren. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Billy. So, dann müssen wir leider wieder durch diese blöde Schlammgeschichte da vorne. Weil wir kommen erst da vorne über den Fluss rüber. Naja, das bringt nichts. Ich denke, hier ist der Fluss zu tief. Das hätte nichts gebracht. Ah. Guck mal, ob wir hier außen rum besser langkommen. Nee, ich buddel mich hier auch ein. Oh, es geht. Es geht aber deutlich besser. Kommt natürlich ziemlich in Schräglage. Das ist dann eben nicht so von Vorteil, aber ja, easy. Sind wir gut durchgekommen. Und so, jetzt fahren wir hier links den Weg. Und dann kommen wir zu dieser Flussüberquerung. Genau. Und
Da müssen wir immer ein bisschen gucken. Aber wir müssen da lang fahren, wo wir sehen, dass es flach genug ist. Durch Steine, durch sonstige Sachen. Ja, das ist zum Beispiel jetzt. Ja, ihr müsst da immer den optimalen Weg finden. Und vor allen Dingen langsam und ruhig und vorsichtig. Das bringt gar nichts, hier auf dem Vollgas zu stehen. Also wenn ihr so eine etwas tiefere Durchfahrt habt, dann vorsichtig rein, aber dann Vollgas, ne? Also damit ihr da rauskommt. So, jetzt hier rechts rum. Ich werde den Offroader nochmal dann anschließend zurücksetzen. Ah, okay. Interessant hier. Wir werden hier rückwärts reinfahren. Beziehungsweise. Ja, so ist doch gut hier. So. Holzplanken, genau. Zweimal brauchen wir das. So, haben wir aufgeladen. Und dann Handbremse lösen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Dann können wir hier wieder zurückfahren. Genau die gleiche Route wie eben. Ja, ihr seht schon, der Pfeil zeigt uns das Ziel. So, denn ich könnte jetzt auch hier lang fahren, aber ich weiß nicht, wo ich hier noch weiterkomme. Und hier müssen wir aber hin, ja. Oder da beziehungsweise hin. Von daher, wir fahren den Weg, den wir kennen. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. So, wieder hier die Flussdurchfahrt. Ja, mit immer schön mit Vorsicht. Ah. Ja, mit dem Jeep oder LKW müsst ihr eben gucken, dass ihr auch nicht ins Kippen kommt. Ja, mit einer Crossmaschine fährt man solche Sachen ganz anders an. Ja, da guckt man natürlich im Endeffekt auch vorher. Und durch flaches Wasser ist das Optimalste natürlich immer im Stehen. Aber auch langsam reinzufahren. Oder wenn ihr das schon kennt, dann versuchen eben das Vorderrad hochzuziehen und mit dem Hinterrad durchzufahren. Zumindest einen gewissen Teil. Nur wenn ihr dann wieder langsamer werdet, dann müsst ihr zusehen. Das war ja wohl ein Satz mit X. Na toll. Ganz vorsichtig jetzt mit der Winde arbeiten. Genau, damit man nicht ins Kippen kommt. Ja. Ja, was ich damit sagen will, ist im Endeffekt, das Offroad ist nicht gleich Offroad, ne? Was nicht der ein oder andere vielleicht mal so Paris-Dakar gesehen, wenn die mit ihren Buggys durch den Sand da wühlen in der Wüste, können die ganz anders fahren, als wenn du mit dem Motorrad fährst, aber auch eben ganz anders, als wenn du eben mit dem noch ein Auftrag, den können wir gleich im nee, den holen wir uns jetzt mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja hier diesen Auftrag nicht
mit irgendeiner Zeitbegrenzung, aber weil durch das Aufdecken von der Map über die Wachtürme, was ich mit dem Scout jetzt schon ein bisschen erledigt habe, habe ich hier noch einen Auftrag freigeschaltet. Aber diesen Auftrag, da muss man ranfahren. Und den muss man dann auch aktivieren, ja. Den jetzt hier zum Beispiel. Und da fährt man dann hier rein. So, und dann tue ich diesen Auftrag annehmen. Also somit habe ich den Auftrag in meiner Übersicht hier. Ja, hier Familienschatz. Und da sieht man das dann, Bootsanleger. Und da muss ich einen Schiebeplan. Ah, das ist der, den ich gefunden hatte. Ja, den muss man dann dahin bringen. Ja. Nur mal so nebenbei am Rand. Und gut, dass ich den noch nicht weggefahren habe. Weil ich überhaupt nicht wusste, was ich mit dem anfangen sollte. Aber dann habe ich ihn erstmal stehen lassen. Gefunden habe ich ihn schon. So. Übrigens auf der Map hier gibt es auch einen LKW. Ich weiß gar nicht, dass ich in einer Folge gezeigt habe, wie wir den gefunden haben. Also ein LKW, der freigeschaltet wird. Ist ein schöner Offroader und dafür habe ich vorhin ein Upgrade gefunden für die Federung, damit wir die Federung erhöhen können. Das werden wir dann im Shop auch noch machen und den LKW werden wir auch hierher holen. So, umgekippter Strommast, dafür zwei Holzplanken und die müssen wir hier abliefern. So, das machen wir jetzt auch. 1, 2. Herrlich. Haben wir das auch erledigt? Ja, sehr schön. Das freut mich. So, dann haben wir jetzt schon den nächsten Auftrag. Ah ja, okay. Wir sollen den Jeep da aus dem Schlamm ziehen. Aber ich will jetzt hier erstmal geradeaus fahren. Weil hier bin ich auch noch nicht lang gefahren. Aber, was ist das denn für eine Kameraführung gerade? Sehr crazy. So, hier oben war ich nämlich auch noch nicht. Aber hier soll es auch noch Aufträge geben. Und eine Ladestelle. Was man hier alles so wegholen kann, weiß ich auch noch nicht. Da können wir mal zusammen reinschauen, schnell. Aufgabe. Ah, okay. Hier müssen wir den Jeep hinbringen. Aber hier ist eine Beladestelle. Hier bekommen wir Betonblöcke. Ja, okay. Das ist ja nicht schlecht zu wissen. Gut, dann lass mal den LKW jetzt hier stehen. Zack. Ja, Leute, das soll es schon gewesen sein. Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es wird jetzt dunkel. Ich mache Feierabend. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Mir gewogen. Denkt an Support. Ich bin für heute raus. Euer Don. Ciao. Ciao. Leise Riese. Weihnachten ist bald, Leute. Denkt dran.